Herzlich willkommen bei einem Club 2 mit dem Thema Der Weltuntergang ist jetzt voll nahe. Laut Maya-Kalender am 21.12.2012. Ist das ein Ende mit Schrecken oder ist das ein Schrecken ganz ohne Ende? Da fragen wir jetzt in unserer Runde mal den Herrn Gregory als erstes. Naja, also erstens will ich dir mal sagen, herzlichen Dank, dass ich da eingeladen worden bin oder eine Plattform gekriegt habe in der Hochkultur, weil unser Arzt wird ja da eher nur verarscht, ne, von Hermes und solchen Leuten. Ne? Aber folgendes, also Maya-Kalender, das glaube ich nicht, habe ich nicht gehabt als Kind, ich bin mir noch gehabt, dann Wiki-Kalender und dann Pinocchio-Kalender, ne? Wiki-Kalender habe ich heute noch. Ne? Aber folgendes, ich glaube an den gregorianischen Kalender, weil eigentlich heißt er bei mir Gregory-Kalender. Wie schaut der aus? Ne? 365 Tage im Jahr Vollrausch, ne? Und alle 4 Jahre gibt's einen Tag, wo ich mich ausruhen kann, ne? Aber das ist schon in Richtung Weltuntergang für mich, weil einen Tag nicht saufen, wenn man, Entschuldigung, das halte ich nicht aus, ne? Aber so ein Gregory-Kalender, das ist das, woran ich glaube, ja, aber die Welt wird schon noch weitergehen. Solange es ein Hüsen gibt für mich, für den Gregory-Roman, wird das alles in Ordnung sein, ne? Das heißt also, der Herr Gregor, der kann nur einmal alle 4 Jahre ausschlafen. Wie sieht's mit den anderen in der Runde aus? Hat jemand Angst vorm Sterben, Angst vorm Tod? Vielleicht Sie da rechts von mir oder wer möchte als Nächstes? Ha? Na, dann fange ich gleich nochmal. Ich lade alle Leute ein, die Welt einmal aus meiner Perspektive sich anzuschauen. Also, wie es mir geht mit Ratsauberregeln. Ne? Aber ich kann, und das ist mein Vorteil, ich kann die Toten sehen. Ne? Dann in mir, du siehst der Zero. Ne? Der Zero war ein bisschen zu lange in seiner Kabine drin und auf jeden Fall kann ich den sehen. Da sitzt keiner. Was heißt, da sitzt keiner jetzt? Ja, was heißt, ist Angst noch jetzt? Da sitzt natürlich einer neben mir. Ne? Und ich meine, wenn Sie das nicht glauben, dann sage ich, da reicht's mir. Ende der Diskussion, sagt der Gregory Roman. Na, so geht. Ja, das war jetzt aber ein schlechtes Stichwort, Ende der Diskussion, weil Alexander Wrabitz hat gesagt, die Sendung setzt er sofort ab, wenn irgendein Gast in der Sendung Ende der Diskussion sagt. Das war jetzt das Todesurteil für den Club 2. Danke, Herr Gregory. Hey, was habe ich geschafft? Jetzt haben Sie den Club 2 abgeschossen. Jetzt kriegen wir eine von den Stöckel, sie ist das, oder die Werner, ne? Das sehe ich, was ist das? Ja, wird so sein. Ne? Ich habe den Club 2 vernichtet, das gefällt mir. Ich habe nicht einmal was sagen dürfen. Ich schreibe gleich, in mein Wiki-Kalender schreibe das kleine, ne, das ist ein Traum. Das heißt Wikipedia. Halt die Goschen hin, ich auch, hier ist der Wahnsinn, das ist ein Wahnsinn. Club 2 ist hinig, super, na, das gefällt mir. Das war's.